Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Ja, wir sind immer noch hier und wir sollen auf unser Zimmer zurückkehren. Und das machen wir jetzt mal. Hey Wake, tun Sie Dr. Hartmann doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Ja, das werde ich jetzt auch mal irgendwie dann dem ne Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin probieren. nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Oh Mann. Oh, hi, Brauner. Okay. Sollen wir das jetzt mal kurz mit dem Smartphone irgendwie mal probieren, ob das funktioniert? Sollten wir? Ihr könnt ja jetzt alle mal das Video anhalten und euer Smartphone hinheben und gucken, ob dieser QR-Code hier funktioniert oder nicht. So. Dafür müsst ihr das Video aber auf Full HD stellen, denke ich mal. Gut, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Ah, da geht's wieder nach unten. Aha, wo geht's denn hier rein? Das zu. Und hier haben wir wieder eine Thermoflasche. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erst mal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, aber wir haben ja hier noch Probleme mit der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Ich denke, das machen wir erst an, wenn dann irgendwann was passiert. Also jetzt mache ich das noch nicht an. Wake. Emerson. Das heißt, der Behinderte ist direkt vor uns. Was hat der denn hier so liegen? Night Springs. Er hat einen Fernseher und er hat ein Spiel, ein Xbox-Spiel. Und zwar das Xbox-Spiel Night Springs hat er hier auf seinem Tisch liegen. Und er hat hier eine Xbox stehen. Ich will aber jetzt nicht denken, dass der die Xbox verwendet mit diesem kleinen Bildschirm. Weil das war ziemlich komisch. Sehr komisch. Naja. Night Springs, wer es kaufen will, kann es ja mal in Amazon suchen, aber ich weiß nicht, ob ihr das findet. So. Dann werden wir mal trotzdem hier noch ein bisschen weiter nach hinten gehen und uns hier auch noch umgucken. Ach Gott. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Okay. Wir werden rausgehen. So. Machen wir doch jetzt gleich schon mal hier den Generator an. Sicher ist sicher. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Gut, war wohl nichts, aber die Manuskriptseite lesen wir uns trotzdem noch schnell durch. Das ist mein Barry in der Lodge. Hartmann redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartmann, wo steckt Al? Irritiert brach Hartmann mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Das heißt, Barry ist hier. Bin drin. Moment, schauen wir doch mal, ob Barry wirklich hier ist.
Nein, er ist nicht hier. Es ist ziemlich dunkel und der Strom ist aus. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptseiten. Dort bewahrte er sie auf. Es wird Zeit, die Zeche zu zahlen. Okay, gehen wir mal hoch, machen den Strom an. Vielleicht könnten Sie mal kurz rauskommen und uns unsere feindlichen Kriegsherrscher verhöhnen. Also, die Verrückten haben es irgendwie auf diesen Gorilla abgesehen, aber das ist nicht schlecht, finde ich. Das ist gut. Machen wir mal den Dinger hier mal an. Ach so, Hartmans Büro, das war der Schlüssel für Hartmans Büro. Bin ich hier oben total falsch, dann muss ich nochmal runter. Okay, gehen wir mal in Hartmans Büro. Und wo ist das denn? Gehen wir mal hier durch. Hartmans Büro. Wo hat dieser Typ sein Büro? Vielleicht müssen wir hier hinten durch. Hier geht es raus. Okay, der hat sein Büro also doch oben. Jetzt schauen wir uns doch nochmal oben um. Aber oben sind die Patientenräume. Dieser Harten muss sein Zimmer irgendwie hier unten haben, aber wo? Vielleicht müssen wir in diesem Stuff vorbei. Lass uns mal hin. Lass mich doch mal durch. Nee, geht nicht. Ich bin mir sicher, dass Hartmans Büro dort hinten irgendwie drin ist. Und da kommen wir nicht hin. Egal, wir gehen jetzt nach oben. Und klappern einfach oben nochmal alles ab. Ah, hier. Da geht's lang. Haben wir es doch noch gefunden. Ich betrachtete das Foto an der Wand genau. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Hartman hatte die ganze Zeit mit ihm gespielt. Hartman, dieser dreckige, dumme Hund. Geh mal nach drin. Eine Manuskriptseite. Die lesen wir uns sofort durch. Mord lässt Hartman im Stich. Hartman war nicht glücklich. Mord konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte 2 Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Was haben wir denn hier? Auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Das lassen wir uns doch mal abspielen. Also, Mrs. Wick, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Manchmal wünschte ich was. Alan würde mir eine scheuern. Denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein. Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit, naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran, lässt mich im Dunkeln stehen.
Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich Ihre Stimme hörte, das, was Sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Das heißt, Hartman ist doch wieder der Schuldige. Gehen wir mal weiter ins in Hartman sein Büro. Gehen wir da mal rein. Barry? Und auch Zeit! Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine, nein! Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Die waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Horn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich zwei Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, das ist eine harte Bestrafung. Komm schon, Kumpel, wir müssen los. Ja, also dieser Star-Ausschnitt sieht echt nicht schlecht aus. Alan Wake, The Schattenstone. Ja, da hinten steht doch noch was. Eine Thermoflasche, habe ich doch richtig gesehen. So, also, dann gehen wir da mal rein. Schließen wir mal auf und schauen, was der Hartman so zu uns zu sagen hat. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... So. Haben wir noch eine Manuskriptseite? Ich musste einen Ausweg finden. Lesen wir die uns mal noch kurz durch. Hartman sieht, wie Wake fällt. Hartman verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Schreiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extralichter auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser. Jack drehte das Radio lauter, der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartman ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Ja. Ja, und wie es hier weitergeht, sehen wir auch in der nächsten Folge.